Liebe Bürgerinnen und Bürger, zunächst kann ich Sie wenig überraschen. Sie ahnen ja schon, dass ich Ihnen empfehle, am 25. Mai bei der Kommunalwahl Die Linke zu wählen. Aber ich habe dafür ja auch ein paar Gründe. Erstens möchte ich viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker erleben, die mit oben streiten. Und zwar streiten dafür, dass wir endlich eine gerechte Finanzaufteilung zwischen Europa, dem Bund, den Ländern und den Kommunen erleben. Denn sie leben in der Kommune und wenn sie Glück haben, arbeiten sie auch in der Kommune. Dort erleben sie auch Kultur, dort können sie Sport treiben etc. Also die Kommunen müssen viel, viel besser ausgestattet werden. Das Zweite, wofür wir streiten, ist, dass die öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand bleibt bzw. wieder kommt. Denn wenn sie privatisiert ist, hat die Politik nichts mehr zu entscheiden. Und das geht nicht. Was gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge? Dazu gehört die Versorgung mit Wasser, die Versorgung mit Energie. Dazu gehört das gesamte Gesundheitswesen, dazu gehört das Bildungswesen, dazu gehören auch Teile des Wohnungswesens, dazu gehört die Mobilität, aber auch Teile der Kultur und Teile des Sports. Und es ist wichtig, dass das in öffentliche Hand kommt. Wissen Sie, ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit sorgen. Ja, und für all das muss ganz intensiv gestritten werden, auch auf der Kommunalebene. Und deshalb glaube ich, es ist auch für Sie von Vorteil, Die Linke am 25. Mai zu wählen. Ich freue mich natürlich auch ein bisschen, zugegeben.